Hey du, schön, dass du dich für mein Thema interessierst. Ich bin Bruno Schmidt, 55 Jahre alt, war früher leidenschaftlicher Radsportler und Läufer. Ja, meinen letzten Marathon bin ich, meinen ersten und letzten 2014 gelaufen. Und da hatte ich auf einmal tierische Probleme mit meiner Muskulatur. Damals wusste ich natürlich noch nichts von meinem Glück. Habe meine Diagnose ALS erst am Ende des Jahres 2014 bekommen. Weißt du, was ALS ist? ALS ist eine Nervenerkrankung, wenn man die lang ausspricht, amyotrophe Lateralsklerose, musste ich auch lange für üben, legt sozusagen deine komplette Muskulatur lahm, also die Nervenzellen. Für die Muskulatur, die gehen kaputt, die sterben ab und der Muskel ist ja dumm, der kriegt keine Informationen mehr, der geht zurück. Und mit wirst du immer schlapper, kannst irgendwann nicht mehr laufen, deine Arme nicht mehr bewegen, deinen Kopf nicht mehr halten und nicht mehr atmen, nicht mehr schlucken und nicht mehr sprechen. Ja, die Verläufe sind eigentlich sehr unterschiedlich. Also ich bin jetzt im 7. Jahr. Ja, in der Regel bis zum Tod nach Diagnosestellung 3 bis 5 Jahre. Und das ist natürlich zermürbend. Zählt zu den seltenen Erkrankungen. Also in Deutschland leben 8.000 Patienten, 2.000 sterben jedes Jahr und 2.000 erkranken neu. Das zum Thema ALS. Ja, und darum, da wir keine Lobby haben, habe ich damals oder haben wir damals vor 5 Jahren unseren Verein Alle lieben Schmidt, wo natürlich die Anfangsbuchstaben ALS sind. Daher, also wir sind keine Flirtseite oder keine Partnerbörse, wie sich das manchmal so anhört. Wir sind ein Verein für ein sehr ernstes und kein schönes Thema. Aber wir setzen uns für Patienten ein, beraten die, wo es geht und unterstützen die. Und wenn noch ein bisschen Geld übrig ist, stecken wir das in Forschungsprojekte. Und genau da kommst du ins Spiel. Wir haben mit dem Laufcampus den Running Day für viermal im Jahr geplant, wo du natürlich teilnehmen kannst. Und mit jeder Buchung erhalten wir 1 Euro von euch. Das heißt, sobald du dich anmeldest, ist die Startgebühr 9 Euro und davon geht 1 Euro an uns. Alles, was du dazu buchst, ob das jetzt eine Sammeltasse ist, eine Medaille oder ein T-Shirt, was vielleicht sonst noch dazu kommt, erhalten wir automatisch 1 Euro. Und das ist halt eine sehr gute Sache. Damit unterstützt du ein gutes Projekt und da kommt das Geld hin, wo es hin soll. Und ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Und das könnt ihr virtuell machen. Schaut mal rein unter Running Days oder unter Laufcampus, da werdet ihr das finden. Und ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und sportlich. Danke, tschüss.